Die Salzburg AG setzt als familienfreundliches Unternehmen auf Maßnahmen, die das Arbeits- und Familienleben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Gleichgewicht bringt. Eine dieser Maßnahmen ist der Babybrunch, der zum 6. Mal stattfand. Ziel ist es, mit karenzierten Kolleginnen und Kollegen als Arbeitgeber weiter in Kontakt zu bleiben. Ich finde es total nett, dass wir da wieder mal kommen dürfen. Da sieht man, was sich verändert hat. Ich war jetzt doch schon fast ein Jahr nicht mehr in der Firma erinnern. Und besuche aber eigentlich das dritte Mal schon den Babybrunch, weil ich nur zwei ältere Söhne habe. Und ich finde es auch nett, dass man die Möglichkeit hat, dass man mit einem Personalreferenten sprechen kann. Ich bin das erste Mal dabei und habe eben beide Kinder heute mit, die Marlene und der Matthias. Und finde es deswegen auch so spannend, weil die Kinder einmal sehen, was die Mama eigentlich so arbeitet und wo sie eigentlich so arbeitet. Wie das ist. Ich finde das voll nett organisiert und voll nett gemacht. Für Mütter und Väter, die in Karenz sind, ist es besonders wichtig, dass die Salzburger AG die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Sind das ja auch meist die beiden größten und wichtigsten Lebensbereiche eines Menschen. Der Babybrunch, glaube ich, ist mittlerweile schon eine sehr gut angenommene Einrichtung, wo viele Mütter, wo viele Väter auch mit ihren Kindern kommen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Teil auch unserer Kultur, unserer Unternehmenskultur, dass wir eben hier ganz großen Wert legen, auch auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Daher ist dieser Babybrunch für uns ein ganz wichtiges Thema und ich freue mich, dass er auch bei den Müttern und bei den Vätern so gut angenommen wird. Es war schon eine große Vorbereitung, einfach all das Maule einladen, Termine mit den Personalreferenten vereinbaren, dass die Mitarbeiterinnen wieder ins Gespräch kommen und da den Raum gestalten, aber das war eigentlich eine spaßige Aufgabe. Der Babybrunch findet übrigens regelmäßig statt und nach dem Babybrunch ist vor dem Babybrunch und jetzt heißt es mal wieder alles in Ordnung zu bringen.